Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, meine Lieben, ich mache jetzt mal einen kleinen Nachtrag. Und zwar, es funktioniert jetzt alles. Und spiele euch noch einen kleinen Einspieler mit ein. Und danach sehen wir uns jetzt gleich hier wieder. So, ich bin noch ein bisschen am Basteln hier. 6.22 Uhr. Und wie ihr seht, der Akku lädt. Ich habe meinen Ladetest gerade abgeschlossen. 440 Wattstunden habe ich rausgekriegt. Und ich lade den jetzt mit dem Original Bosch-Ladegerät. Ne? Also, lieber Gaswirt, warum entladen? Dann ist der hinüber. Nee, ist er nicht, mein Guter. Weil im Fahrrad wird er ja auch entladen. Ne? Ich wollte es euch jetzt, ich habe es gerade den Kommentar gelesen, da dachte ich mir, zeigst du das jetzt mal noch? Also jetzt noch einen Balken, dann ist er wieder voll. Und ja, 460 Wattstunden mit Messfehler, ich denke so 470, da war auch kalt. Ich denke, da ist in Ordnung, so grob 500 wird er ungefähr haben im Sommer auf jeden Fall. Ne, im Winter sind die ja ein bisschen kälter. Jetzt hat er, jetzt denke ich mal, wird er mehr bringen, wo ich ihn gekriegt habe. War er halt ein bisschen kälter, das ist jetzt der vom Döner. Haben wir das jetzt einfach mal getestet. Also Gaswirt, keine Angst hier. Wir wollen reparieren und nicht kaputt machen. Ne? So, und zwar das Problem war ja, dass es nur bis 100 Watt ging. Dieses Problem ist jetzt auch gelöst und die Lösung möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Stehen wir mit den Tiefen entladen. Den Blödsinn habe ich, glaube ich, euch jetzt vorher schon gezeigt. Wenn nicht, ja, klappt was ihr wollt, mit euch, ihr habt ja eh keine Ahnung. So, wir schalten ein, USB. Es funktioniert, geben Saft auf dem Ausgang und jetzt war ja wie gesagt das Problem, wenn ich über 100 Watt, ja gut, wenn ich zu schnell mache, ist immer noch, okay, Vorführeffekt, schalten aus, nochmal an, aber ich will euch zeigen, wie es ist, also wir müssen dann langsam hochdrehen oder das markieren, weil wenn ich einschalte, geht's, wenn ich jetzt aber hier drehe, kann es sein, ne, wir machen es jetzt mal so, dass ja, der Impuls, der hier reingeht, ihr seht, ich habe das Kabel nochmal geändert und zwar habe ich ein USB-Kabel gelegt mit Schirmung. Mal sehen, wenn ich jetzt einschalte. So, ne? Das sind die... Hä? Das geht's wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hä? An. Wieder aus. Scheiße! Das stört das hier immer noch rein oder was? Gut, also komischerweise, gestern ging es. Ich habe gestern mit 150 Watt entladen und jetzt geht's wieder nicht. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Selbst bei 100 Watt Schalter jetzt ab. Hm. Das ist natürlich wieder Vorführeffekt. Das ist doch zum Kotzen. Das ging gestern, ich habe einen Entladetest gemacht. What the fuck? Ich muss doch langsam hochdrehen. Dann gucken wir, ob er jetzt anbleibt. Erstmal. Das geht ja jetzt schon aus. Hä? Na, irgendwas stimmt hier nicht. Moment. Ich habe das Problem gefunden und zwar habe ich das gestern getestet, ohne das Kabel an das ranzukleben. Ne, ihr seht es ja hier, ich hatte hier das rote Klebeband, war für das. Jetzt legen wir das hier mal extra. Jetzt habe ich es hier auf dem Ausgang gelegt. Jetzt legen wir es mal so, schalten ein. Ne, jetzt schaltet er wieder ab. Hä? Ach, jetzt habe ich es hier wieder. Also ich glaube, dass es immer noch eine Störung hier vom CAN-Bus ist. Kacke. Hatte ich das gestern so liegen, ich halte es jetzt mal, wo ich schon so gehalten habe, hier ging es. Böse, ne? Ne. Irgendwas stört hier noch rein. Oh, da muss ich noch mal gucken. Ha. Jetzt geht's wieder. Mal gucken, ich müsste jetzt höher drehen können. Jetzt geht's. Hm. Also hier scheint es doch nicht dran zu liegen. Beziehungsweise wenn, dann nur insgesamt. Jetzt wisst ihr mal, ich habe nichts weiter gemacht. Ich hatte das alte Kabel noch dran an der Dings hier, das habe ich abgemacht. Und ich habe die Kabel hier von der Busleitung weg. Die haben, wenn ich das zusammenbaue, liegen die Kabel genau
an der Busleitung, und das ist ja der, das Eingangskabel hier plus abgesichert, ne? Der Tee ist, ich tue jetzt mit Kabelbindern den ganzen Kabel hier hinter irgendwie fixieren und dann sehen wir uns gleich nochmal weiter. Muss alles zusammengebaut gehen, meine Fresse, du. Da kann ich hier die Kabel wieder ranmachen. Also ich werde das dann mal probieren, ob ich die wieder rankleben kann hier. Oder ob das dann auch nicht geht. Oh, ein Schnulli, du. 120 Watt. Läuft jetzt. Ich habe jetzt das Kabel wieder rangemacht. Hier, das ist es schon mal nicht. Also muss das die kleine Stelle sein. Hier. Also das rote hier ist das USB-Kabel. Hier ist das USB-Kabel zur Stromversorgung. Und hier ist das USB-Kabel zum CAN-Bus. Und die rote Leitung, wie gesagt, war hier dran. Hier habe ich sogar schon Alufolie drum gemacht. Ne? Hilft auch nicht. Naja, ich mache jetzt den, das Kabel noch ab. Mach die alle hier ran und dann müsst es zusammengebaut gehen. Ein Scheiß, Alter. Bosch. Junge, Junge, Junge. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Ordnung gemacht. Die Kabel noch ein bisschen ordentlich. Und zwar alle von dem USB-Kabel weg hier. Vom CAN-Bus-Kabel. Ich habe es schon zerlegt, probiert. Da geht's. Ich würde jetzt sagen, ich baue ihn jetzt mal schnell zusammen und probiere es nochmal, ob es immer noch geht. So, jetzt erster Test zusammengebaut, gleich mal mit euch zusammen. Habe ich hier alles, jawohl. Bus schaltet ein. Wenn nicht, muss ich noch einen Verrittring um die Leitung machen. Jetzt ist halt hier wieder minimale Überkreuzung, ne? Aber das ist ja Wahnsinn, Alter. Ja gut, mal gucken. Drehen wir mal ein bisschen runter, schalten ein. Funktioniert erstmal. Jetzt müssen wir schon ein bisschen warten, beziehungsweise wir gehen der Leistung gleich mal hoch. Hat er bei 90 ungefähr abgeschaltet, machen wir 113. Glaube ich, ein Minütchen gedauert, ne? Ja. Gehst du jetzt noch mal aus? Müssen wir jetzt ein bisschen beobachten, aber ich würde sagen, jetzt geht's. Oder? Wenn ich jetzt hier wackel? Mit dem Finger? Darf ich hier mit dem Finger ran? Ich weiß es nicht, Jungs. Ich vermute, dass wo ich den Kasten zusammengebaut, also zerlegt ging's. Und wo ich den zusammengebaut habe, hat es, glaube ich, das Kabel von der Sicherung, das, die war ja ein bisschen lose, genau an das Kabel vom Dings gelegt. Vom CAN-Bus. Also wirklich exakt dran. Ja, jetzt habe ich das innen, wie gesagt, alles mal ein bisschen ordentlich gemacht. Und guckt mal. Jetzt geht das auch, ne? Wir können ja mal probieren wir noch ein bisschen mehr. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, bei 22 Volt. Ne, bis 200, 180 Watt kann ich. Also einfach mal 140. Ist ja jetzt so gesehen der erste Test, wo es jetzt auch zusammengebaut funktioniert. Also ihr seht, in alten Videos, in der vorhergehenden, habt ihr ja gesehen, der hat ruckzuck abgeschalten, nach, weiß ich nicht, 10, 30 Sekunden. Und jetzt funktioniert's. Also falls ihr euch den Krempel nachbauen wollt, entweder müsst ihr hier einen Ringkern mit rein, ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, oder ihr achtet bei der Kabelverlegung darauf, dass ihr ein geschirmtes USB-Kabel nehmt und hier innen drinne eben aufpasst, dass das Kabel am besten alleine ist. Ne? Hier ist es jetzt trotzdem, hat es ein paar Übergänge, aber ja, ihr seht, es funktioniert. Ugh, endlich, Männers. Sollte eigentlich mal ein Video werden, jetzt sind es 5 geworden. Naja, vielleicht nützt dem einen oder anderen was, weil es sehr viel wegen dem Bosch-Ding, aber ihr kennt das Ding halt auch ganz normal, um eure Bleiakkus zu testen, wie viel Wattstunden die haben oder Lithium oder was auch immer, ne? Spielt ja keine Rolle. Die Spannung spielt auch keine Rolle. Bis maximal 40 Volt am Eingang kann ich jetzt hier alle Entladetests machen, wie ich listig bin. Und das Geile ist, ich habe das jetzt für euch hier mit der Entladestation gemacht. Ich empfehle euch, ihr könnt bei dem Step-Down hier drinne, könnt ihr den Strom begrenzen, ne? mit dem Potti. Also der hat eben mal Spannung und eben mal Strom. Und ja, ich empfehle euch, kleiner Tipp, stellt das Ding auf 14,5 ein. Ne, hier 14,5, na gut, das kann ich am Ausgang halt, Ladeschlussspannung in der Bleibatterie zum Beispiel, und dann müsst ihr jetzt noch, ja 14,8 geht auch, 14,8, und jetzt müsstet ihr den Strom noch
in der Schaltung begrenzen, also im Step-Down. Entweder macht er euch noch ein Potty hin. In meinem Fall, da ich weiß, dass ich meine Entladetaste in Zukunft, Moment, mit diesen Batterien hier unten mache. Das sind 12 Volt. Das ist der Laderegler hier vorne. Ja, tue ich natürlich nicht sinnlos hier eine Lampe leuchten lassen oder so. Ich meine, das bringt schon was, macht ja Wärme und Licht, aber so nicht viel. Nee, mit begrenztem Strom, ich sag mal, bei meinen Akkus hier, was weiß ich, 15 Ampere einstellen, Strombegrenzung. Und dann könnt ihr hier am Ausgang einfach euren PV-Akku laden. Wenn ihr hier solche anderen Akkus Entladetests machen wollt, dann ist es nicht verschenkt. Gut,